Also, wohl niemand geht so richtig gern zur Schule. Die Pinela der Leafmore High School aber sind besonders arme Schweine. Auf dem Schulgelände passieren nämlich jede Menge seltsame Sachen. Da sind nachts zum Beispiel markerschütternde Schreie zu hören oder Schüler verschwinden auf einmal spurlos. Und so machen sich dann 5 mutige Teenager auf, das Geheimnis ihrer seltsamen Penne zu lüften. Und damit wären wir auch gleich bei einer der Besonderheiten von Obscure. Statt dem Schrecken nämlich im Alleingang auf den Grund zu gehen, streift ihr im Team durch die Areale. Der Clou hierbei: habt ihr einen Mitspieler zur Hand, stöpselt der einfach seinen Controller ein und übernimmt dann problemlos und schnell den zweiten Charakter. Er hat hier immer eine Waffe versteckt. Spielt ihr alleine, könnt ihr per Knopfdruck jederzeit die Charaktere wechseln. Das alte Kistengeschiebe hier ist übrigens nicht die einzige Ähnlichkeit, die Obscure mit Resident Evil aufweist. Auch die Rätselanlagen im Spiel befinden sich auf Resi-Niveau. Mit dem Schraubenzieher im Gepäck machen wir uns nun auf zum Darmklo, denn dort haben wir etwas Interessantes entdeckt. Die Rede ist natürlich von diesem Abzugsschacht da. Aber woher kommt dieser Abzug? Nachdem Shannon jetzt das Gitter abgeschraubt hat, geht's da nämlich gleich weiter. Die vorherigen Szenen stammten von der Xbox, jetzt widmen wir uns mal der PS2-Version. Ein Horror-Action-Adventure wäre natürlich gar nichts ohne die passenden ekligen Mutationen. Etwas mehr Artenvielfalt bezüglich der Monster hätte Obscure dabei schon gut getan. Großes Lob hat dagegen die Inventarbedienung verdient. Die Waffen lassen sich jederzeit bequem wechseln oder an Teamkameraden weitergeben. Schlüssel, Medipacks oder andere nützliche Gegenstände sind für alle Teammitglieder verfügbar und müssen nicht erst nervig gewechselt werden. Eine sehr lobenswerte Idee. Greift euch eine der fiesen Kreaturen an, eröffnet euer Teamkamerad selbstständig das Feuer. Ihr wollt noch einen Beweis, wie sehr dieser Titel bei Resident Evil abgekupfert hat? Dann achtet mal auf das rechte Mädel, wenn die gleich angeschlagen rumschlurft. Gleich haut der Fettsack mit seiner Patsche an zu. Gemerkt? So, jetzt machen wir den Weight Watchers Kandidaten aber platt und klettern die Leiter runter. Als Fazit kann man sagen, dass Obscure nicht nur für Resident Evil Fans einen Blick wert ist. Der Teamaspekt wurde sehr gut in das Spiel eingearbeitet und auch die Steuerung lässt keine Wünsche offen. Dazu kommen gute Licht- und Schatteneffekte und eine atmosphärische Klangkulisse. Der Highschool-Schocker ist mit ca. 6 Stunden Spielzeit allerdings erschreckend kurz geraten. In dieser Zeit werden Survival-Horror-Fans aber gut unterhalten. Als Boni nach einmaligem Durchspielen winken unter anderem Extra-Waffen oder alternative Kostüme. Aber auch das kennen wir doch schon irgendwie, oder?